Транснефти подорвали. Беспилотник. Да блин, где ты там? Wir haben uns mit unseren Verbündeten eng abgestimmt, wie wir darauf reagieren, so wie wir das immer machen. Und wir haben gemeinsam noch einmal bekräftigt, die Ukraine hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Angriffe auf ihr Territorium, auf ihre Städte und ihre Bürgerinnen und Bürger zu wehren. Das gilt auch für Angriffe wie im Raum Kharkiv, die Russland aus Stellung im direkt angrenzenden russischen Grenzgebiet durchführt. Um sich gegen solche Angriffe zu verteidigen, kann die Ukraine auch die von uns und unseren Verbündeten gelieferten Waffen einsetzen, immer in Übereinstimmung mit internationalen rechtlichen Verpflichtungen. Und zugleich sage ich ganz klar, es ist richtig, dass wir uns vor solchen Entscheidungen wieder und wieder und wieder mit unseren Partnern und Verbündeten eng abstimmen. Zugleich fürchten viele Bürgerinnen und Bürger, dass der Krieg weiter eskalieren könnte, dass Sicherheit und Frieden auch bei uns in Gefahr geraten. Sich Sorgen zu machen um den Frieden, daran ist nichts Naives oder Anrüchiges, wie es manchmal dargestellt wird. Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sind etwas, was wir respektieren und ernst nehmen sollten. Ich jedenfalls tue das. Als Bundeskanzler trage ich die Verantwortung dafür, dass kein Kind, das heute in Deutschland geboren wird, jemals Krieg in unserem Land erleben muss. Das hat für mich absolute Priorität. NATO has no plans to deploy forces to Ukraine. We are focusing on how we can
establish a more stronger framework for our support with a institutionalized framework for the support to Ukraine, and how to establish and agree a long-term financial commitment to ensure that we stand by Ukraine for. Allies are providing support to Ukraine in different ways. We have to remember what this is. This is a war of aggression. Russia has launched a full-fledged invasion of an independent sovereign nation in Europe, Ukraine. And Ukraine has, according to international law, the right to defend themselves. And we have the right to provide support to Ukraine. Заявление, которое, собственно, весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которые будут стрелять по нам, не могут остаться без последствий.